Wir haben keinen Nachweis, dass Ihr Cousin für die Mängel am Fundament definitiv verantwortlich ist. Wir brauchen Löhneberg. Ja, aber soweit ich weiß, lässt er sich an diese belgische Adresse doch lediglich seine Post schicken. Das heißt, er wohnt gar nicht dort? Nein, es gibt dort nur einen Briefkasten mit seinem Namen. Es kann gut sein, dass ich nach Südamerika zurückgehe. Das ist verständlich nach der langen Zeit, die Sie dort gelebt haben. Andererseits ist es auch gut möglich, dass ich mir hier in Deutschland eine neue Existenz aufbaue. Sie können gerne Ihren Lebenspartner mitbringen. Lebenspartner? Ja, der, den uns Stadi vorhin vorgestellt hat. Nein, Sie haben da wohl was falsch verstanden. Ich habe keinen Lebenspartner. Ach so, dann habe ich da wohl was falsch verstanden. Werfen Sie doch schon mal einen Blick darauf, okay? Okay. Würden Sie mich bitte einen Moment entschuldigen? Ja, kommt. Okay. Tom. Lass mich los. Bitte kriegt das jetzt nicht in den falschen Hals. Was ist denn daran misszuverstehen? Ich wusste doch nicht, dass er dich meint. Bitte? Wie viele Lebensgefährten hast du denn? Es war bescheuert von mir. Verzeih mir. Tom, geh jetzt nicht! Hi! Alina. Was ist denn? Das hast du ja toll hingekriegt, wirklich. Jetzt mischst du dich nicht auch noch ein. Was willst du überhaupt hier? Hat sich schon erledigt. Ich habe irgendwie was Falsches gesagt. Was? Wo geliebt wird, wird auch gestritten. Lass uns doch mal in die Termine schauen, hm? Okay. Was ist denn eigentlich los? Ich habe mir wieder totalen Mist gebaut. Also, wo fangen wir an zu suchen? Geben Sie der Polizei etwas Zeit. Sie wird diesen Löhneberg schon finden. Aber die Polizei hat nichts. Nicht die geringste Spur. Löhneberg ist wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Vorarbeiter wäre doch nicht die erste Nuss, die Interpol knackt. Mir glaubt doch keiner. Die Polizei behauptet, ich wollte mich absetzen. Der Staatsanwalt denkt, ich habe die Geschichte mit Löhneberg nur ausgedacht, um mich zu entlasten. Okay, okay. Vielleicht helfen uns Ihre beschlagnahmten Firmenunterlagen weiter. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die da was finden. Wieso nicht? Weil Philipp nicht so dumm ist, Spuren zu hinterlassen. Jeder Kriminelle macht mal einen Fehler. Philipp nicht. Der ist zu gerissen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Der ist heute Nachmittag vorgeladen. Kurz nach Ihrer Vernehmung. Der wickelt den Staatsanwalt ein, genau wie mich. Das glaubt er vielleicht, aber da kennt er unseren Staatsanwalt schlecht. Philipps Aussage steht gegen meine. Ohne Löhneberg kann ich nichts beweisen. Und das weiß mein lieber Cousin ganz genau. Ist Kathi nicht mit uns? Sie ist zu einem Beratungstermin in die Uni. Oh, dann ist es ja wirklich ernst. Das freut mich. Danke, Christian. Habe ich etwas nicht mitbekommen? Ja, Kathi ist auf dem Wege der Besserung. Sie interessiert sich sogar schon für das Studium. Na bitte, ich habe da gesagt, sie packt es. Na ja, sie ist über Heinos Tod noch nicht hinweg, aber das Schlimmste hat sie überstanden. Ja? Verzeihung, Herr Graf. Herr Kaufmann ist da. Der Kaufmann? Peter Kaufmann? In Südamerika, oder? Ich lasse bitten. Was kann der nur wollen? Keine Ahnung. Ja. Guten Tag, die Herrschaften. Oh, ich störe Sie beim Essen. Das tut mir aber leid. Herr Kaufmann, ich denke, Sie sind in Ecuador? Ja, da war ich auch noch, bis vor ein paar Tagen. Setzen Sie sich doch. Danke. Christiane, bitte noch ein Gedeck. Was verschafft uns die Ehre? Ich bin auf der Suche nach Clarissa. Nicht, was Sie meinen. Ich war bei meinem Anwalt wegen der Scheidung. Aber weder er noch ich haben irgendetwas von ihr gehört. Stimmt etwas nicht? Clarissa ist seit ein paar Wochen spurlos verschwunden. Keine Widerrede, ihr seid eingeladen. Angelo,
Warum habe ich denn nicht meine Klappe gehalten? Gestern verspreche ich ihm noch, dass ich zu ihm stehe. Tja, und dann machst du so einen Blödsinn. Wie soll denn Tom wissen, woran er ist? Ich will doch gar nicht verstecken, dass ich mit Tom zusammen bin. Nur, dann kommt plötzlich eine Situation, auf die ich nicht vorbereitet bin und... Und all deine guten Vorsätze gehen den Bach runter. Weißt du, ich bin total verliebt in ihn. Wieso tue ich mich vor anderen so schwer damit? Du hast Schiss. Ach, das ist doch Quatsch. Tom im stillen Kämmerlein zu lieben, ist was anderes als in der Öffentlichkeit. Diese blöden Schlägertypen haben dich völlig aus der Fassung gebracht. Du hast Angst, dass sich das nochmal wiederholen könnte. Ich habe echt geglaubt, die Typen machen uns fertig. Das kann ich gut verstehen. Aber bei diesem Breuer, bei dem gehst du doch kein Risiko ein. Der ist doch selber schwul. Danke, wir nehmen zweimal das kleine Menü. Der weiß doch bestimmt, dass du mit Tom zusammen bist. Ach, ich weiß doch selbst nicht. Naja, es ist auch schwer zu kapieren. Weißt du, ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe noch nie einen Menschen so geliebt wie Tom. Entschuldige dich bei ihm. Du glaubst, das hilft noch was? Uli, was ist denn eigentlich los? Gut, dass Sie kommen. Brauchen Sie mich heute noch? Ich hätte noch was Wichtiges zu erledigen. Mit Breuer treffe ich mich sowieso noch ein andermal. Ja, ja, natürlich können Sie gehen. Ich muss allerdings jetzt noch nach Friedenau. So lange müssen Sie die Stellung halten. Sicherlich. Kein Problem. Das hört sich alles ein bisschen mysteriös an. Gesellschaftlich ist sie unten durch. Sie weiß, dass sie hier keinen Fuß mehr auf die Erde gibt. Sich umbringen wäre das Letzte, was Clarissa täte. Sie ist eine Kämpferin. Bitte, Henning, fang jetzt diese Diskussion nicht wieder an. Ja, gut. Aber vielleicht haben Sie eine Idee, wo sie stecken könnte. Ja, woher? Ich hatte doch jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihr. Aber Sie kennen sie sehr gut. Ja, schon. Aber wo sie jetzt sein könnte, weiß ich trotzdem nicht. Und dass Clarissa sich umbringt, glaube ich allerdings auch nicht. Sie ist einfach nicht der Typ, der das Handtuch wirft. Bleiben Sie länger in Deutschland, Herr Kaufmann? Ja, das habe ich in der Tat vor. Ich möchte mir hier eine neue Existenz aufbauen. Ich denke, Sie haben Verpflichtungen in Ecuador? Nicht mehr. Meine dortigen Unternehmungen habe ich liquidiert. Und dann habe ich ja auch noch das Geld, das ich von Ihnen bekommen habe. Haben Sie konkrete Vorstellungen? Noch nicht. Aber ich dachte, dass Sie mir vielleicht mit ein paar Tipps unter die Arme greifen könnten. Ja, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Warum nicht? Du hast gewonnen. Du warst doch von Anfang an gegen unsere Beziehung. Ich kenne meinen Bruder. Heißt das, du hast sowas geahnt? Sagen wir, ich hab's befürchtet. Aber dass er dir so wehtut, das wollte ich nicht. Ehrlich nicht. Das hat doch mal ganz anders geklungen. Ich habe eine Menge Stuss geredet. Was du nicht sagst. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Es tut mir leid, dass ich dir die Freundschaft gekündigt habe. Das klingt ja fast wie eine Entschuldigung. Es war wirklich blöd von mir. Hinterher ist man immer schlauer. Ich fand's ja auch blöd. Aber ich dachte wirklich, dass es mit Uli und mir eine Zukunft hat. Uli ist aber auch bescheuert. Er weiß gar nicht, was er an ihr hat. Dieser Idiot. Gestern sagte er noch, er liebt mich und heute? Hier, willst du noch einen? Ist das ein Friedensangebot? Ja, wenn du so willst. Danke. Hi, ist Marc Roloff oben? Der Schlüssel ist jedenfalls nicht da. Es meldet sich niemand. Kann ich was ausrichten? Nein, ich melde dich, danke. Du hast ja anscheinend die Ruhe weg. Arno Brandner sitzt deinetwegen im Gefängnis. Mich neben ihm zu sitzen aus Mitgefühl wäre wohl ein bisschen viel vielleicht, oder? Hast du denn gar kein Gewissen? Du zerstörst lächelnd das Leben eines anderen und wälzt dann noch die Schuld auf ihn ab? Die Schuld? Wer hat die denn, wenn nicht Arno? Ja, na, wer wohl du? Hast du dafür Beweise? Verdammt nochmal, hilf deinem Cousin. Gib deine Schuld endlich zu. Welche Schuld? Arno gehört die Firma.
ist als Eigentümer für alles verantwortlich. Aber du hast den Messebau verhunzt. Du hast Arno Brandners Geld unterschlagen und ist Gott weiß wie verjubelt. Vorsicht. Oder willst du, dass ich dich vorhin in üble Nachrede belange? Arno Brandner sitzt im Gefängnis. Arno ist im Gefängnis? Und ich kann mich bei Ihrer Bank auf Sie berufen? Kein Problem. Hallo, Charlie. Hallo. Ich sage Ihnen da noch den Ansprechpartner. Danke, ja. Entschuldigen Sie mich. Willst du dich wirklich für ihn einsetzen? Ja, wir müssen ihn uns warm halten. Wenn Clarissa hier auftaucht, brauchen wir ihn womöglich. So sieht man sich wieder. Vielleicht erinnern Sie sich. Natürlich. Ich weiß, wer Sie sind. Peter Kaufmann. Charlie Schneider. Ich bin überwältigt, Frau Schneider. Im Gegensatz zu Clarissa scheinen Sie Manieren zu haben. Oh, Caroline, hast du etwas Zeit für mich? Ja, für dich immer. Sie entschuldigen mich. Ungern, gnädige Frau. Und? Worum geht es? Um nichts. Ich wollte nur diesen aufdringlichen Menschen loswerden. Kaufmann ist ja offenbar hin und weg von dir. Bin ja auch ein tolles Weib. Ja, eben. Du hast bei ihm wieder Blitz eingeschlagen. Na, wenigstens sind wir beide wieder im Reinen. Hm? Wir schon. Aber Uli? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Er hat's mir selbst gesagt. Was meinst du? Dass er eigentlich nicht mit mir zusammenleben kann. Uli liebt dich, da bin ich sicher. Und warum verleugnet er mich dann in der Öffentlichkeit? Du hast sein Leben durcheinander gebracht. Das muss er erst mal auf die Reihe kriegen. Ja, aber doch nicht auf meine Kosten. Tom, das ist das erste Mal, dass Uli sich in einen Mann verliebt. Nick, ich erwarte auch keine Wunder. Aber so halte ich das einfach nicht mehr aus. Mir ist ja klar, wie Uli sich jetzt fühlen muss. Deswegen war ich auch dafür, dass wir uns in der Öffentlichkeit zurückhalten. Ja, warum macht ihr das nicht? Uli hat gesagt, er packt das. Typisch Uli. Ich kann mit ihm am Zusammensein, der weder zu sich selbst noch zu mir steht. Wer kann das schon? Heute so, morgen so. Ich weiß überhaupt nicht mehr, an was ich glauben soll. Du hast ja recht, aber trotzdem. Uli tut es bestimmt leid. Dafür kann ich mir auch nichts kaufen. Nick, ich kann einfach nicht mehr. Dein Bruder schafft mich. Wie oft soll ich es noch sagen? Ich habe meinen Cousin nicht betrogen und würde es auch nie tun. Glaub ihm kein Wort. Wie hätte ich denn Firmengelder für mich behalten sollen, ohne dass Arno was merkt? Das weißt du wohl selbst am besten. Ihre Anschuldigungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Und was war dann mit dem Scheck, den Arno dir gegeben hat? Den habe ich Lörneberg in die Hand gedrückt. Er wollte damit den Lieferanten bezahlen. Seit wann macht denn sowas ein Vorarbeiter? Der Mann arbeitet seit Jahren. Ich habe ihm vertraut. Also ist Lörneberg an allem schuld? Ja, natürlich. Warum ist er sonst verschwunden? Genau. Ich kann ja verstehen, dass du Arno in Schutz nimmst. Aber bitte nicht auf Philipps Kosten. Er kann nichts dafür. Steffi, Philipp macht dir was vor. Hat dich völlig um den Finger gewickelt. Wie passt Lörneberg dann in die Geschichte? Vielleicht war er sein Komplize. Was willst du mit der Autostelle? Lörneberg hat Philipps Anweisung beim Messebau nicht ausgeführt. Er hat das Geld für sich behalten und ist damit abgehauen. Arno als Firmenboss haftet dafür und sucht jetzt verzweifelt einen Weg, da rauszukommen. Wenigstens du hast das Geld. Ich kann mir das nicht mit anhören. Viel Glück. Hoffentlich bereust du es nicht. Danke, dass du so zu mir hältst. Obwohl Arno alle Welt gegen mich aufhältst. Trotzdem tut er mir leid. Können wir ihm nicht irgendwie helfen? Wir sind garantiert die Letzten, von denen er Hilfe erhält. Charlie Schneider ist eine bemerkenswerte Frau. Geschäftstüchtig und dabei noch sehr attraktiv. Einer alleine stellt so etwas nicht auf die Beine. Ich vermute, Ihr Geschäftspartner ist auch Ihr Lebenspartner? Charlie ist überzeugter Single. Ach ja? Überzeugt, sagten Sie? Na, wahrscheinlich ist nur noch nicht der Richtige dabei gewesen. Das kann schon sein. Ja, dann will ich mal nicht länger stören. Nochmals Dank für den Kontakt zu Ihrer Bank.
Keine Ursache. Ich würde mich gerne revanchieren. Darf ich Sie beide zum Essen einladen? Ihre bezaubernde Frau natürlich auch. Wann? Oh, sagen wir heute Abend? Im Schneiders? Wir nehmen Ihre Einladung gerne an. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche. Gut. Sieht nicht gut für mich aus, oder? Wieso? Die Vernehmung ist gut verlaufen. Wenn wir jetzt Löhneberg noch finden, dann sind Sie aus dem Schneider. Bis dahin bin ich durchgedreht. Mal sehen, was der Richter nachher sagt. Wenn ich Sie nicht auf Kaution hier rauskriege, dann habe ich meinen Beruf verfehlt. Und was ist mit der angeblichen Fluchtgefahr? Die konnten wir vorhin doch entkräften. Trotzdem wären ein paar Leumundszeugen hilfreich. Zusätzlich zu denen aus Ihrer Firma. Bisher haben sich nur Ihre Angestellten positiv über Sie geäußert. Gibt es jemanden, der das tun würde, ohne auf Ihrer Gehaltsliste zu stehen? Ich möchte nicht, dass noch mehr Menschen erfahren, in welcher Lage ich bin. Wie Sie wollen. Ich hole Sie auch so hier raus. Wenn alles gut geht, dann sind Sie heute Abend zu Hause. Das wäre zu schön, um wach zu sein. Hallo, Isabel. Wie geht's Arno? Hat er diesen Vorarbeiter auftreiben können? Nein, noch nicht. Und grüß ihn von mir. Ich habe ihn nicht vergessen. Ja, richte ich ihm aus. Das heißt, eigentlich könnte ich ja vor dem Schneiders noch bei ihm mit reinschauen. Wie lange arbeitet er heute? Das weiß ich nicht. Aber du arbeitest doch bei ihm. Ja, schon. Aber... Was ist passiert? Es ist alles so furchtbar. Sag mal, du weinst ja. Komm. Was ist los? Arno, sie haben ihn verhaftet. Und wieso weiß ich nichts davon? Ich wollte nicht, dass es jemand erfährt. Ich bin doch nicht jemand. Mein Gott, vielleicht kann ich ihm helfen. Na endlich, ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr. Ich will nichts hören. Ich wollte dich doch nicht verletzen. Ich weiß, dafür gibt's keine Entschuldigung. Ich war einfach total überrumpelt, als der Typ plötzlich sagte, du seist mein Lebensgefährte. Ich wusste nicht, was ich da sage. Mann, Tom, ich liebe dich doch. Jetzt sag doch mal was. Was soll ich dazu noch sagen? Entschuldigung. Ich hatte nur gehofft. Uli. Nochmal machst du sowas nicht mit mir. Das heißt? Für dein Coming Out hast du alle Zeit der Welt. Aber verleugnen lasse ich mich nie wieder. Du verzeihst mir? Ja. Aber vergessen kann ich das nicht, was heute passiert ist. Ich auch nicht. Ganz bestimmt nicht. Er wollte alles wissen über Charlie. Ich glaube, Kaufmann hat es schwer erwischt. Oh, da kommt er. Hier. Guten Abend. Na, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Mein Vater lässt sich entschuldigen. Er ist leider kurzfristig verhindert. Schade. Ich hoffe, wir drei amüsieren uns aber trotzdem. Oh, Sie haben sich schon was bestellt. Sehr gut. Ja, möchten Sie auch ein Glas? Oh, gern. Hier schon wieder. Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Dreimal darfst du raten, was er jetzt vorhat. Guten Abend, Frau Schneider. Guten Abend.
Dann ist dieses Zusammentreffen also kein Zufall. Nein, ich hatte gehofft, Sie hier zu treffen. Das ist um diese Uhrzeit nicht schwer. Haben Sie ein bisschen Zeit? Eigentlich habe ich zu tun. Oh. Ihre Leute machen das schon. Junge, Junge, da geht aber ran. Sie sind unmöglich, wissen Sie das? Wenn Sie das sagen, darf ich trotzdem bitten. Christoph. Um diese Zeit ist Besuch nicht mehr üblich. Aber das liegt ja wohl nicht in Ihrem Ermessen, oder? Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend. Hm. Das Ganze ist ein Scherz hier. Nein, nein. Ich bin hier, weil Flucht- und Verdunklungsgefahr besteht. Fluchtgefahr? Ich hatte meinen Koffer in der Hand. Wollte nach Belgien meinen abgetauchten Vorarbeiter zu suchen. Plötzlich stand die Polizei in der Tür. Also wenn ich meine Anwälte einschalte, dann bist du hier im Nullkomma nichts wieder draußen. Mach dir keine Umstände, Christoph. Mein Anwalt beantragt gerade Kaution. In ein paar Stunden bin ich zu Hause. Ich will mich nicht aufdrängen, aber wenn du meine Hilfe brauchst... Nein, 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 das ist nicht nötig. Ich denke, ich schaffe das allein. Können wir dich mitnehmen? Nein, ihr seht ja, wie es hier aussieht. Und können wir Sie irgendwo absetzen? Nein, danke. Ich gehe gern noch ein paar Schritte zu Fuß. Wie Sie wünschen. Als dann? Tschüss. Ja, dann fahren wir wohl jetzt. Ja, gute Nacht. Ja, gute Nacht allerseits. Gute Nacht, ihr zwei. Tschüss. Ja, ich muss mich jetzt noch um die Karte für nächste Woche kümmern. Aber das ist doch nicht Ihr Ernst. Bedauere. Wie können Sie denn jetzt an die Arbeit denken? Ich fand den Abend auch sehr schön. Es ist nur... Clarissa, keine Sorge. Dieses Kapitel ist ein für alle Mal abgeschlossen. Fragt sich nur, ob ich Ihnen das glauben kann. Das müssen Sie einfach. Ich hoffe, das war heute das letzte Mal. Ganz bestimmt sogar. Ich gehe nämlich gleich nach Hause. Dann kann ich uns beiden ja gratulieren. Und? Nehmen Sie bitte noch einen Moment Platz. Jetzt machen Sie es nicht so spannend. Was hat der Richter gesagt? Also gut. Ja? Der Richter ist im Prinzip mit einer Kaution einverstanden. Gott sei Dank. Heißt das, dass ich gleich nach Hause kann? Oder muss ich bis morgen früh warten? Wo ist das Problem? Die Kaution ist ungewöhnlich hoch angesetzt. Wie hoch? Der Richter sieht das Argument der Fluchtgefahr für begründet an. Wie hoch? 5 Millionen.